Ich habe ein Packerl gekriegt. Schauen wir mal, was drin ist. Bin schon gespannt. Zwei Aufkleber von Peter, von der Leimis Werkstatt aus Österreich. Ja, so sind es die Österreicher, gell? Die gehen schon auf Nummer sicher, wenn sie es einpacken. Ja, fahrig. Ja, das gefreut mich. Und schaut einmal vorbei bei Leimis Werkstatt. Der macht richtig schöne Sachen. Und er würde sich auch über ein Abo freuen. Ich natürlich auch. Also auch mal diesen Knopf dann drücken. Nicht bloß über schauen, sondern auch mit draufdrücken. Das tut nicht weh und kostet gar nichts. Und uns da Pfeffer. Danke. Ja, Peter, danke für die Aufkleber. Da oben habe ich jetzt einmal einen Hit gemacht. Der hängt zwar noch nicht ganz fest dort, weil muss man noch irgendwie eine Plattform suchen, wo ich dann die Hider. Und wenn man jemand anders gerne einen Aufkleber schicken will, könnt ihr es gerne machen. Dann kann ich auch mal so eine Wand machen, wo man die dann alle aufgeklebt. Und dann habe ich noch einen Brief gekriegt. Und in dem Brief, da war dann das drin. Oder habe ich jetzt irgendwas verwechselt? Ach, egal. Jetzt zeige ich euch einmal das drum da. So, das ist das ganze Zubehör, das dabei war. Das ist einmal dieser Schiebestock, ob man den braucht bei der Hobelmaschine, ist eher fraglich. Diese zwei Schiebeklötze ist bestimmt praktisch. Die Gummierung unten kann man vielleicht noch ein bisschen verbessern. Dann, das ist eine Einstellschablone praktisch, weil wenn man die Messer mal tauschen möchte, die Spanabzugshaube. Dann diese Einstellschlüssel, das sind halt Drehbuchschlüssel und dieser Gabelschlüssel. Und da sind noch zwei Ersatzmesser drin. Das Reduzierstück für die Absaugung war auch noch dabei, das war da drüben gelegen, das habe ich zuerst übersehen gehabt. Jetzt werdet ihr hier fragen, warum ich eine neue Hobelmaschine habe, weil die, wo meine Videos sehen, die haben ja schon bemerkt, dass ich eine Hobelmaschine habe. Die ist leider kaputt gegangen und ich habe es dann eingeschickt und das war ein Garantiefall. Und deswegen habe ich jetzt das Teil, weil ich habe da leider keinen Ersatz nicht gekriegt und ich war ja zufrieden mit der vorherigen, die ich gehabt habe. Ich habe das gemacht, was wir machen müssen. Da habe ich jetzt noch, weil den habe ich nicht zurückgeschickt, weil ich nicht habe, ich kriege ja wieder das Teil, habe ich den Anschlag noch von der alten, das war die Sheppach HS850. Man kennt schon sehr viele Ähnlichkeiten zwischen den Maschinen, wenn man das so anschaut. Ich habe auch Videos angeschaut von der Sheppach HS1070 oder 80, HMS 1070, 1080, egal. Und wir kennen schon sehr viele Ähnlichkeiten, wahrscheinlich fallen sie irgendwo vom gleichen Bundle irgendwo in, keine Ahnung wo. Ja. Und das ist jetzt eine Einhell, also der für den Namen Song, weil ich habe mir das Ding ja selber gekauft, das ist ja keine Werbung. Vergleichbar ist die jetzt mit der Sheppach, von dem Maß her ist die identisch, weil ich habe geschaut. Und das ist jetzt die Beschreibung dazu, das war die Beschreibung von der, die wo ich gehabt habe. Die ist in 20 Sprachen. Aber ich verstehe trotzdem die deutsche Sprache nicht richtig, aber ist egal. So, jetzt im Vergleich zu der Maschine, zu der, die ich gehabt habe, kann ich sagen, dass der ganze Arm ein bisschen stabiler wirkt. Der Griff stabiler wirkt, der Tisch wirkt nicht stabiler, der war bei der Sheppach auch sehr gut. Der, von dem bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, das zeige ich euch dann noch warum. Das Kunststoff schaut aus, wie wenn es schon gebraucht wäre. Das ist aber jetzt nicht so schlimm, das zeige ich jetzt schnell. Auch hier schaut schon ein bisschen benutzt aus. Ja, das Kunststoff schaut schon irgendwie ein bisschen komisch matt aus. Da ein bisschen, wie wenn schon so Gebrauchsspuren draufgehen werden. Das stört mich jetzt aber überhaupt nicht. Das ist einfach nur mal, ja, das ist eine Hobelmaschine. Das ist nicht ein Teil, das wo ich praktisch einen Schönheitspreis gewinnen muss. Also für mich ist das in Ordnung, passt alles. Und da hinten, ja, da ist es okay. Also er ist zwar in der Mitte, sieht ihr nicht, aber da ist ein bisschen was, aber hier vorne steht jetzt oben an. Okay, jetzt kann ich sagen, mein Winkel ist nicht 90 Grad. Jetzt steht er unten an. Und in der Mitte, das hat 1 mm, das Teil. Da steht 1 mm drin. Ich kann jetzt von hinten nicht durchschieben. Bis ungefähr. Also es steht jetzt unten und oben an, jetzt habe ich oben noch 3 cm und dann habe ich schon 1 mm Spalt. Und unten ungefähr 2 cm. Und in der Mitte, da fühlt sich das Millimeter Plättchen sehr wohl, weil da ist es nämlich noch größer. Na, das geht gar nicht. Kein Grund zur
Aber gut, das kann man irgendwie hinbiegen. So, zum Verstellen von dem Anschlag kann man das hier praktisch lösen und kann man das einfach so verstellen. Das funktioniert eigentlich relativ gut. Wenn man mal weiter unten ist, dann kann man es schlecht befestigen. Das heißt schlecht, es geht schon zum Befestigen, bloß es stößt hier ja an. Und da ist ein Mechanismus drin, ich muss den praktisch zurückziehen, dann geht es leer durch. Und dann kann man es befestigen. Ja, das ist die Rückseite, das sind so komische Bügel, da wo man praktisch dann das Kabel aufwickeln kann. Wenn man den Schutz hier hochhebt, fällt er vorne runter. Ja? Und da war hier, sieht man ja, dass das nicht original ist, habe ich jetzt da reingemacht, so eine kleine Madenschraube drin mit einem Imbusschlüssel von oben. Und wer rennt da schon mit dem Imbusschlüssel rum? Jetzt habe ich das praktisch geändert, weil wenn man hier was durchschieben will, ist es ja besser, wenn das immer in der Waagerechten ist, weil vorne was reinkommt, dass da hinten wieder rauskommt. Das heißt, dass der maximale Schutz da drauf ist, nicht, dass es praktisch immer wieder so runterfällt. Ja, so war es jetzt drin. Also das, ja, da hätte es halt nur so eine Schraube gebraucht, war leider nicht dabei. So, zu der Montage von der Spanabzugshaube oben. Also in der Beschreibung heißt es, man soll praktisch die Abdeckung ganz rüberfahren, damit ihr das jetzt besser seht, tue ich das einmal komplett runter. Weil sonst sieht man das nämlich nicht. Da ist nämlich hier an der Abzugshaube ist so ein Kunststoffteil dran. Das muss nämlich hier rein. Und dann wird es praktisch mit den zwei Stellschrauben oder mit den ja, Sternschrauben wird es dann befestigt. Und wenn das nicht drauf ist, dann funktioniert nämlich die ganze Maschine nicht, weil da nämlich ein Sicherheitsschalter drin ist. Das drückt praktisch drauf, aber das sage ich euch nur, wie das drin ausschaut. Und dann kann man erst einschalten. Ja, und bei der Montage von der Spanabzugshaube unten, da muss man erst einmal den Boden ganz nach unten drehen, weil sonst bringt man das Teil nämlich nicht rein. Dann muss man das da so schräg stellen. Und eigentlich bringt man es dann auch nicht rein. Man muss richtig reindrücken, dass das dann reingeht. So, dann habe ich hier die zwei Knubbel und diese Schraube und die sollen dann da einrasten. So, jetzt habe ich den Tisch ganz nach oben gedreht und jetzt ist so, es ist zwar fest, also ich traue mir nicht mehr weiter drehen, aber das ganze Teil wackelt jetzt, weil diese zwei seitlichen Knubbel ja nicht drin sind, weil diese Mutter da drauf ist. Aber es ist in der Beschreibung drin, ist nichts beschrieben. Ja, jetzt habe ich diese Mutter entfernt, da ist nur so ein Sicherungsring drin. Ja, sehe ich da, die Mutter da drin entfernt. Es liegt perfekt auf und es ist alles fest. Ja, positiv überrascht bin ich jetzt bei der Maschine, weil hier ist ein Bügel, den kann man hier rausziehen. Das heißt praktisch, wenn hier praktisch beim dicken Hobel das Holz rauskommt, dass es sich jetzt hier nochmal abstützt. Aber da gibt es ein kleines Problem, das sage ich jetzt gleich. Das hat 1,5 mm und das geht da rein. Also das ist ja eigentlich zu tief, meiner Meinung nach, sollte es ja ein bisschen höher sein, weil das drückt ja dann automatisch nur nach unten. Also der wird ja bestimmt, keine Ahnung, ein Millimeter höher sein. Aber vielleicht kann man das noch einstellen da drin, muss ich mal schauen. Jetzt habe ich ja vorne habe ich zwei Beilagscheiben runtergelegt, damit man es praktisch hochdrücken kann, weil sie sonst diese Schraube in das Kunststoff reingedrückt hat. Ja, mir hat es verstellen können. Das, was mir jetzt positiv auffällt, das ist praktisch dieser Schalter. Praktisch hier kann man das hochklappen, kann man es einschalten und kann man es auch wieder ausschalten. Bloß wenn man mal schnell irgendwie ausschalten muss, muss man nicht hochklappen und dann erst irgendwas suchen und drücken, sondern dann haut man einfach hin. Dann hakt der automatisch auch ein und ist praktisch die Maschine aus. Das ist gut. So, jetzt habe ich diese Schrauben gelöst. Jetzt schauen wir mal, wie es da drinnen ausschaut. So, und da gibt es gleich ein Problem und es ist praktisch hier. Da brauche ich jetzt bloß einen Zettel nehmen. Wenn ich den dazwischen rein tue, bleibt der da drin. Das heißt, die Kette steht schon an. Kann auch nicht gut sein, oder? Praktisch diese Kette steht schon an diesem Kunststoffrad an. Und wenn sie das dann dreht, dann schleift sie es automatisch ein bisschen zu, würde ich sagen. Ja, wenn sie das so wollt,
Das ist jetzt der Sicherheitsschalter, der praktisch hier über den Mechanismus von oben her wird der gedrückt und wird der praktisch aktiviert. Das heißt, jetzt könnte ich einschalten. Ist aber nicht angesteckt. Und genauso ist es umgekehrt. Da ist praktisch dann das Teil verantwortlich, das wo unten drin auf den Schalter drückt. Also ich habe jetzt offen, natürlich sollte man es nicht im offenen Betrieb laufen lassen, aber ich möchte jetzt sehen, wie sich die Kette mit dem Zahn da verhält, ob es nicht gleich wieder zurückschickt, das Teil, ob das funktioniert oder ob es gleich läuft, weil so möchte ich das nicht haben, bitte. So, angesteckt ist, Schalter ist drin, ich drücke nur den Schalter da unten, hoffentlich zerreißt es nicht gleich. Schmeißen wir das Ding mal an, die Maschine ist absolut sicher. Und da an der Seite jetzt aber ganz, ganz minimale Schleifspuren sind von dem da. Also, ja, stört mich jetzt auch nicht wirklich. Ich habe jetzt da reingeschaut, was gelaufen ist. Das Achter da ist ein bisschen. Ja, mein Gott, so ist das halt. Dieser Zahnriemen, das ist ein richtiger Riemen, wenn man es halt so kennt. Und bei der Scheppach, die ich vorher gehabt habe, bei der HS 850, da war auch noch zwar ein Ersatzriemen dabei, aber den kann ich jetzt als Storschleider hernehmen, weil das ist eigentlich nur ein Gummi. Ja? Okay, es waren zwei Ersatzriemen dabei bei dem vorherigen Teil. Ich habe keinen einzigen nicht gebraucht. Ich habe es ein halbes Jahr gut gehabt, bis das passiert ist, aber ja, es hat auch funktioniert. Also man, es ist nicht so, dass ich sage, das ist besser oder das andere ist schlechter. Das ist halt nur jetzt einmal eine Anmerkung. Neben dem eigentlichen Schalter ist noch ein Überlastungsschalter angebracht. Da ist ja hier ein Zeichen da, das bedeutet einschalten, ausschalten, nicht länger als 5 Minuten laufen lassen anscheinend. Und wenn es zu heiß wird, dann muss man es halt abkühlen lassen, diesen Schalter betätigen, dann funktioniert es wieder. Und ob das jetzt 5 Minuten sind oder so, kommt wahrscheinlich darauf an, was man durchhobelt. Aber ja, deswegen ist ja der Schalter da, damit es nicht zu heiß wird. Ja, dann würde ich sagen, probieren wir es einfach mal aus. Das ist jetzt noch nicht der ideale Platz, aber momentan geht es nicht anders. Und das zwei Drittel, wo ich jetzt Covid habe, das geht jetzt alles um ein Zwicker Covid. Ja, also mit dem Hobelergebnis bin ich ganz zufrieden. Ich habe natürlich am Ende einen Hobelschlag, das ist mir schon klar. Und wo es aber nicht ganz klar war, ich habe jetzt praktisch das Brett gemessen, also links und rechts, und habe 2 Zehntel Unterschied auf diese Breite. Das heißt praktisch auf die gesamte Breite von der Hobelmaschine ist es fast 1 Millimeter. Dann nehme ich jetzt ein Stück Holz, fahre praktisch da unten rein und merke jetzt, wie es oben an der Walze leicht ansteht. Und wenn ich rüberfahre, habe ich Spiel. Und da war praktisch, mit 4 Schrauben ist der Boden befestigt und da war eine praktisch weiter unten. Da wird es höher gestellt. Und jetzt gehe ich rüber und hobel es nochmal nach. Und jetzt ist die Differenz zwischen den 2 Seiten noch 3 Hundertstel. Also ist mehr als wie gut. So, ich hoffe, ich konnte euch die Maschine ein bisschen näher bringen. Wie gut das dann ist, muss sie in der Zukunft erst erweisen. Ich war mit der anderen, mit der Scheppach HS 850 auch zufrieden. Die ist jetzt um 5 cm von der Breite her, vom Tisch und vom Durchlass unten breiter. Und das ist bestimmt nicht schlechter. Kobelt hat die andere auch gut. Wie gesagt, die ist halt dann kaputt gegangen. Und ja, im Großen und Ganzen kommt die Scheppach vielleicht ein bisschen hochwertiger mir vor. Bei der HS 1080, da schaut auch dieser Anschlag wesentlich besser aus.
Aber nein, dafür kostet er, glaube ich, um 100 Euro mehr oder so. Ich meine, die hat jetzt 269 Euro gekostet und da kann man nicht meckern. Die Kameraeinstellung ist jetzt bewusst gewählt, damit der Peter sein Aufkleber sieht. Und ihr dürft mir gerne auch Aufkleber schicken und dann suchen wir irgendein schönes Platzerl und da wird es ja sicherlich ab und zu auch zu sehen sein. So, und in dem Sinne, nimm's leicht und mach's dir leicht. Weil mit meinen Tipps wär's leichter. Servus!